In den Klassenzimmern von heute ist es sehr bunt. Durch die Zuwanderung von Familien aus anderen Kulturkreisen treffen auch verschiedene religiöse Glaubensrichtungen aufeinander. Und das stellt gerade Religionslehrer vor eine neue Herausforderung. Denn sie sind es, die vor Klassen mit Katholiken, Protestanten, Juden, Orthodoxen, Muslimen und Kindern mit anderen Glaubensrichtungen stehen. Und so kann so eine Veranstaltung wie heute, wo also Religionslehrer aus Niederbayern sich zusammenfinden, um so über so etwas nachzudenken, tatsächlich mithelfen, dass solche Ansprüche auch in der Schule sichtbar werden und dass vor allen Dingen das Miteinander, wie schon die beiden Bischöfe ja vorher gesagt haben, dass das wirklich etwas ist, woran wir gemeinsam arbeiten müssen und wo wir auch weiterarbeiten müssen. Der intensive Dialog in der Gesellschaft und damit auch gerade in Klassenzimmern müsse in Zukunft noch stärker stattfinden. Darüber sind sich die Referenten bei der Religionslehrertagung in der Abtei Schweickelberg in Vilshofen einig. Es ist nicht nur an Schulen, es ist in Gesamtdeutschland und Europa ein Problem, weil wir zu wenig Wissen haben hinsichtlich des Islam und der Moslems. Gehandelt werden müsse nicht nur dort, wo es Glaubenskriege gibt, wo es täglich zu religiösen Konflikten kommt, sondern gerade auch hier in Deutschland. Wir leben in einem demokratischen Land, wir haben eine Meinungsfreiheit, wir genießen noch die Religionsfreiheit und deswegen haben wir die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hier ist das Gespräch nicht verboten und deswegen auf diesem freundlichen Klima sind wir in der Lage, eher gesunde Botschaften an die Welt zu entsenden. Hierzulande bedürfe es noch viel mehr an Aufklärung, an Information, gerade über den Islam und wie er in Bezug zu den anderen Weltreligionen steht. Das betont auch der syrisch-orthodoxe Erzbischof Dr. Julius Hanna Aydin, der unter anderem über die Lage der Christen im Nahen Osten referiert hat. Und ich wünschte mir, dass auch in Deutschland über Islam was zu lernen, entweder vom Studium oder von Nachbarn oder von Informationen, mehr Informationen. Manchmal gibt es bestimmte Richtungen Aggressivität von beiden Seiten. Da sollte man Dialogbrücken bauen. Durch den Dialog würden sich die Gläubigen gegenseitig besser verstehen lernen, einen besseren Zugang zueinander finden. Und das fängt bei den Kindern in Schulen an.